Herzlich willkommen zu einer speziellen Ausgabe von TV Mürz. Ich lade Sie ein, nehmen Sie teil an unserem Wintergespräch. Ich habe heute hier zu Gast bei mir den Ortsstellenleiter der Bergrettung Mürz-Zuschlag, Gerhard Heiden. Schön, dass du da bist. Schönen Tag auch von meiner Seite. Freut mich, dass wir die Gelegenheit haben, bei TV Mürz unsere Ortsstelle vorstellen zu dürfen und freue mich auf das Gespräch. Wir haben uns im Vorfeld auf das freundschaftliche Du geeinigt, auch wenn wir jetzt nicht über 1000 Meter sind, aber so unter Bergkameraden, ein kleiner Bergsteiger bin ich auch, ist das Du, glaube ich, angebracht. Das ist richtig, also unter Bergwanderern, Bergsteigern, Skitourengeher ist eigentlich das Du-Wort die normale Anrede und wir können ruhig dabei bleiben. Okay. Ja. Schon seit langer Zeit zieht es immer die Menschen in die Berge. Und ich glaube, gerade in den letzten Monaten durch den Verzicht auf Auslandsreisen, aber auch durch die Flucht aus der Enge der Großstadt, sind immer mehr Menschen in die heimischen Berge gekommen. Habt ihr das auch so wahrgenommen? Das ist in der Tat so. Die Menschen können nicht weit verreisen. Wir haben den Nahraum zu Wien und den Großraum Wien, geht auch weiter bis Bratislava und so weiter. Und es kommen viele Menschen zu uns, es kommen viele Menschen in die Berge. Wir sehen das und natürlich dort, wo viele oder sehr hohe Begehungszahlen sind, hat man dann auch mehr Unfälle und das spüren wir auch in unserer Unfallstatistik. Ja, viele unterschätzen eben diese Gefahr. Die meisten wissen diese Schönheit zu schätzen der Natur, erkennen auch die Gefahren, aber es gibt eben einige, die halt leichtsinnig loswandern, die halt dann sich selbst, aber auch andere in Gefahr bringen. Es ist aber auch ein guter Bergsteiger nicht vor einem Unfall gefeit. Und egal was ist, gerade im Winter zum Beispiel bei einer Skiabfahrt, der Sturz, eine Verletzung, dass man nicht mehr selbstständig ins Tal abfahren kann, ihr seid quasi immer zur Stelle. Und ich bezeichne euch eigentlich als Bergenthusiasten, weil ihr seid ja freiwillig 365 Tage im Jahr im Einsatz. Also im Einsatz, in Bereitschaft besser gesagt. Was ist das Feuer? Was war für dich persönlich der Beweggrund, sich dieser Organisation anzuschließen? Also ganz wichtig ist, dass man Liebe zur Natur, zu den Bergen, zum Schnee im Winter, zum Wald, also diese Liebe, die muss einmal da sein. Die Liebe zur Natur, dass man sich draußen bewegt, dass man sich draußen wohlfühlt, das ist einmal das eine. Und der zweite Punkt ist natürlich auch der Gedanke, den jede ehrenamtliche Tätigkeit hat, dass man etwas Gutes tun will, dass man jemandem helfen will, dass jemand, der zum Beispiel im alpinen Gelände eine Hilfeleistung benötigt, dass man da ist und dass man hier eigentlich auch, ich sag mal, einen Dienst an der Gemeinschaft vollführt. Und das ist auch ein Beweggrund, den nicht ich teile alleine, sondern auch viele Kameraden bei uns in der Ortsstelle, aber auch ca. 1600 Bergräte in der gesamten Steiermark. Und ich denke, da ist man doch in einer recht guten Umgebung, in einer guten Gesellschaft, in einer guten Berggesellschaft aufgehoben. Du bist ja stellvertretend für alle Bergräter da, weil ein Bergräter allein, da wird nicht viel ausmachen. Ich glaube, das Team ist es, mit dem man wirklich was bewegen kann. Und ihr seid bei der Ortsstelle mit Zuschlag, wie viele Mitglieder? Wir sind bei der Ortsstelle 36 Mitglieder. Das ist im Prinzip eine recht schlagkräftige Truppe, die auch in vielen einzelnen Teilen, da gibt es die Einsatzleiter, dann haben wir viele Menschen, Kameraden, die im Bereich Sanitätswesen bis hin zum Bergalpinisten im Prinzip bis zur medizinischen Ausbildung geht. Rettungssanitäter, aber es geht auch um die Technik. Wir haben vom GPS bis Digitalfunk viele Dinge, die wir beherrschen müssen. Es geht auch um Seiltechnik, um Bergetechniken, damit wir verletzte Personen auch wirklich aus schwierigstem Gelände ins Tal bringen können. Und all diese Qualifikationen benötigen wir, um im Team einen Einsatz zu bewältigen. Das ist jetzt was Schönes angesprochen, weil man denkt immer bei Bergrettung an erster Linie an die medizinische Erstversorgung. Natürlich ist die gegeben. Aber da geht es ja natürlich auch um Bergen und das braucht einfach auch Fachkenntnis. Wie schaut so die Ausbildung zu einem Bergretter aus?
Also ganz, ganz wichtig ist, wenn man Bergretter werden will, man muss sich im alpinen Gelände schon mal wohlfühlen. Also man muss ein Bergsteiger, ein Skitourengeher sein, dann kann man zur Bergrettung dazugehen. Und in der Bergrettung gibt es dann eigentlich eine sehr gut strukturierte Ausbildung, die fängt in der Ortsstelle an, über ein ganzes Jahr. Dann kann man vom Land Steiermark oder Bergrettungsorganisation Steiermark werden Kurse angeboten mit Sommer-, mit Wintermodul, mit einem Modul speziell für den ganzen Bereich Sanitär. Aber auch zum Beispiel für Pistendienste. Also diese Ausbildung ist sehr umfangreich. Dann ist man mal Bergretter. Und dann geht es natürlich auch weiter, wenn man in der Bergrettung sich weiterentwickeln will, gibt es auch hier viele Möglichkeiten. Das sind zum Beispiel dann die vertiefenden Kurse für Sommer und Winter bis hin zu den Einsatzleiterkursen. Und es gibt auch in der Bergrettung Möglichkeiten, sich speziellen Referaten anzuschließen, wie zum Beispiel dem Suchhunden, Lawinensuchhunde. Aber es gibt auch die Referate, die sich zum Beispiel mit dem Thema Digitalfunk, GPS befassen. Und da geht es eigentlich unzählige Möglichkeiten, sich auch in der Bergrettungstätigkeit noch weiter zu vertiefen. Ganz lange Zeit war die Bergrettung ja nur mit männlichen Bergrettern besetzt. Mittlerweile gibt es auch ein paar Damen, die dabei sind. Und in Metzuschlag gibt es auch eine Dame im Team, oder? Ja, auch wir haben eine Bergretterin. Es ist einfach eine Entwicklung, der man sich nicht entziehen kann. Es gibt auch Frauen, viele Frauen, die alpinistisch unterwegs sind. Und natürlich haben wir auch dahergehend die Möglichkeit, eine Kameradin aufzunehmen, wahrgenommen. Und man muss natürlich auch dazu sagen, es werden auch in diese, ich sag's mal, männlich dominierte Bergrettung auch weibliche Attribute eingebracht. Und das ist in dem einen oder anderen Fall wirklich mehr als positiv. Das freut mich, weil der Anfang, also man kann sich nicht verschließen, war jetzt nicht so ganz so positiver Zugang. Aber ich glaube, das ist wirklich, man kann nur gewinnen daraus. Wir haben es vorher gesagt, ein Bergretter allein kann nichts ausmachen. Ihr seid jetzt 36 hier in Mürzzuschlag. Es gibt auch in den umliegenden Ortsstellen oder in den umliegenden Gemeinden, zum Beispiel in Neuberg an der Mürz eine Ortsstelle, in Kindberg, Veitsch. Aber ich glaube, gerade Neuberg ist die Ortsstelle, mit der ihr auch zusammenarbeitet immer wieder, oder? Es ist so, dass im Prinzip es gibt Einsätze, wo man Mannstärke braucht. Das ist speziell bei Sucheinsätzen, das ist bei Lawineneinsätzen. Und wir arbeiten mit der Ortsstelle Neuberg im Speziellen, einfach weil es geografisch sehr eng beieinander liegt, sehr gut zusammen, aber auch mit den anderen Ortsstellen wie Kindberg und Veitsch im Gebiet. Und es ist auch so, dass wir gemeinsam, wenn man zum Beispiel zu einer Suchaktion denkt, wo es große Gebiete abzusuchen gilt, ist man alleine machtlos. Man braucht eine Mannstärke von 40, 50 Leuten im Einsatz und das kann man nur flächenübergreifend mit dem ganzen Gebiet erreichen. Eingangs habe ich es eben gesagt, es sind jetzt viel mehr Menschen in den Bergen unterwegs. Es gibt gerade im Winter ein paar Basics, vorausgesetzt natürlich jetzt bekleidungstechnisch, schuhtechnisch eine gute Ausrüstung. Aber es gibt ein paar Basics, die in jeden Rucksack gehören. Da wollen wir jetzt vom Profi ein bisschen hören, was das wäre. Also speziell im Winter geht immer um das Thema Wärme. Wenn man in eine Notsituation gerät und man muss vielleicht 1-2 Stunden irgendwo auf einem Platz ausharren, ist Wärme, Isolation, eine zusätzliche Jacke, Überhandschuhe, eine Haube, die den Kopf wärmt. Über den Kopf verliert man zum Beispiel die meiste Wärme. Das ist ganz essentiell, dass das im Rucksack Platz findet. Natürlich kann man auch noch weiterdenken und an Sachen, die vielleicht über die Standardausrüstung hinweggehen, wie zum Beispiel ein Biwaksack. Das gehört auch eigentlich in einen Rucksack rein. Es gibt mittlerweile unzählige Arten von GPS-Geräten, um die Orientierung zu erleichtern. Vieles dieser Dinge decken auch heute die Mobiltelefone bereits ab. Und da gibt es viele Sachen, die man in den Rucksack reingeben kann, die im Notfall gute Dienste leisten. Zu den GPS-Daten, da gibt es auch was ganz was Wichtiges, woran vielleicht der Bergsteiger, der jetzt nicht so erfahren ist, nicht denkt. Nämlich, wenn ich die Koordinaten absetze, wenn ich jetzt in einer Notsituation bin, dann ist es für euch eine wesentliche Erleichterung. Warum? Die wesentliche Erleichterung besteht darin, dass wir eine verletzte Person nicht suchen müssen, sondern wir können gezielt zu einem Punkt, zu GPS-Koordinaten, die wir bekommen haben, gehen, können sofort bergen und können die Wartezeit, die zum Beispiel ein Verletzter in der Kälte ausharren muss, deutlich verkürzen. Wenn wir eine Person suchen müssen, dann brauchen wir deutlich höhere Mannstärke und es ist gar nicht sicher, dass man eine Person auch wirklich findet. Das ist, wenn man Koordinaten gezielt hat, macht das den Einsatz
die Bergung, die Schnelligkeit und so weiter, alles deutlich einfacher. Das heißt, wenn sich jemand jetzt vielleicht kein GPS-Gerät anschaffen möchte, die meisten Smartphones haben ja auch die Möglichkeit, den Standort bekannt zu geben, oder? Bei den Smartphones ist es so, es gibt sehr gängige Apps, wie zum Beispiel WhatsApp, die Möglichkeit haben, den eigenen Standort zu versenden. Das bedingt, dass man eine Internetverbindung hat. Wenn eine Internetverbindung nicht da ist, gibt es auch noch immer das altgediente SMS, das auch von sehr weit entfernten, vom Mobiltelefonnetz weit entfernt auch noch immer funktioniert und wo man auch noch immer Standortdaten versenden kann. Mhm. Der eigene Standort oder den Rettern, den eigenen Standort so genau und präzise wiederzugeben, ist ganz, ganz essentiell für die weitere Bergung. Es gibt Einsätze, die sind natürlich für euch stärker belastend als andere. Ja? Wenn Sie jetzt emotional sehr tief berührt seid oder zurückkommt nach einem Einsatz, wie geht es ihr damit um? Setzt ihr euch da zusammen? Klärt ihr das unter? Gibt es irgendwelche professionelle Hilfe von außen? Es gibt hier doch ein sehr professionelles Team, das ist das KIT-Team. Dieses Service können wir selber in Anspruch nehmen und dann natürlich auch Angehörige, die bei einem Unfall, vielleicht mit Todesfolge anwesend waren, können auch diese Hilfe vom KIT-Team entgegennehmen und das ist auch sehr, sehr wichtig. Wir selber haben natürlich den Vorteil, dass wir in der Gruppe agieren und in der Gruppe auch über Dinge, die uns bewegen, sprechen können und damit auch bereits vieles aufarbeiten können. Also das ist auch ein nicht zu unterschätzender Vorteil. Ich finde ja, oder ich ziehe ja meinen Hut vor Menschen wie dir und deinen Kollegen, die dort Hilfe leisten, wo andere wirklich an ihre Grenzen stoßen. Der Bergretter, das ist ja eigentlich eine Lebenseinstellung, oder? Es ist eine Lebenseinstellung und es ist auch ganz, ganz wichtig, Hilfe auch so zu bringen, dass sie das Gegenüber auch annehmen kann. Und das ist eine ganz essentielle Sache. Also man braucht jetzt nicht unbedingt ein Held sein oder der konditionell Stärkste, aber man muss in der Lage sein, im Team zu arbeiten und das auch menschlich rüberzubringen. Das ist ein ganz essentieller Punkt. Seit wann bist du schon Bergretter? Ich bin mittlerweile schon 20 Jahre bei der Ortsstelle und seit 2013 Ortsstellenleiter. Gibt es was, wo du sagst, das ist es, warum ich das Ganze mache? Was ist das für dich, das Persönliche? Also ich muss sagen, man hat natürlich der Umgang mit Menschen, wenn einem das liegt, wenn man das gern hat, dann ist das ein zentrales Motiv. Das ist zum einen mal die Kameradschaft innerhalb der Bergrettung. Also man spricht immer vom Kameraden und das ist auch ein sehr, sehr wesentlicher Begriff, weil das geht jetzt zum Beispiel über Mitglied oder über Zusammenarbeit deutlich hinaus. Man muss auch einem Kameraden innerhalb der Ortsstelle vertrauen, dass wenn man zum Beispiel gegenseitig sich abseilt oder in sehr schwierigen Situationen ist, jemand anderen sichert, da braucht man Vertrauen, das geht sonst nicht. Und da ist Kameradschaft ein ganz wesentlicher Punkt, der jetzt nicht nur für mich, aber auch für viele andere ein zentraler Beweggrund ist, warum man eigentlich bei der Bergrettung dabei ist. Und das, was man auch nicht unterschätzen darf, man tut ja auch was Tolles, was Schönes. Und es gibt auch immer wieder Menschen, die wirklich froh sind darüber, dass sie Hilfe bekommen, dass sie aus einer misslichen Lage rausgeholfen bekommen. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt, also dass man auch diese, ich sag's mal, Bestätigung, dieses gute Gefühl auch dabei hat. Ja, die meisten sind natürlich dankbar, wenn sie gerettet werden. Kaum jemand geht in die Berge und sagt, wenn es mich nicht mehr freut und ich kann nicht mehr weiter, rufe ich die Bergrettung an, wird es auch geben. Aber im Grunde ist so eine Vorverurteilung, man sagt, na, warum muss der dort hingehen, was hat der dort zu suchen, nicht wirklich angebracht, oder? Das ist ein ganz richtiger Punkt. Ich glaube, dass das, auch wenn noch so ein erfahrener Bergsteiger und selbst jetzt ein Bergretter selber, kann nicht jede Situation bis ins letzte Detail im Vorfeld so abschätzen, dass sicher nichts passieren wird. Das ist zum Beispiel im speziellen Thema im Winter mit den Lawinen praktisch unmöglich. Es wird immer ein Restrisiko bestehen und man darf eben nicht die Leute, die jetzt vielleicht wirklich in einer Notsituation kommen, aus dem Blickwinkel des Besserwissers oder des moralischen Apostels betrachten, sondern es braucht jemand der Hilfe und genau deswegen sind wir auch hier, dass wir jemandem helfen. Ich glaube, das war vor
fast genau, es war der März vor 125 Jahren, war das wahrscheinlich die Motivation, warum die Bergrettung als solche gegründet wurde. Und das ist das Spezielle, nämlich gar nicht unweit von hier vom Bergrettungshaus mit Zuschlag, sondern ausschlaggebend dafür war eigentlich ein Unglück auf der Rax, oder? Es gab auf der Rax im März 1896 einen Lawinenunfall, es war im Reistalersteig. Es sind hier drei Menschen zu Tode gekommen und das war eigentlich der Startpunkt, dass man diese alpinen Rettungsdienste gegründet hat. Und es waren seinerzeit drei Ortsstellen, das war Mürzzuschlag, Reichenau und Admont, die gegründet wurden. Und wir sind jetzt 125 Jahre alt und das ist auch, ich sage mal, eine nette Sache, dass das genau jetzt uns als Bergrettung Mürzzuschlag, als einer der ältesten hier mit dabei sind. Natürlich hat sich dann die Bergrettung entwickelt. Es ist jetzt mittlerweile gibt es in jedem Bundesland der Bergrettung. Es gibt unzählige Ortsstellen. Es gibt einen Bundesverband auch in Österreich und selbst international. Es gibt eine Bergwacht in Deutschland, aber es gibt auch ähnliche Vereinigungen in Schweiz, in Italien, in Frankreich. Also, und dass man hier eigentlich von Anfang an mit dabei war, ist eigentlich eine schöne Sache. Ja. Schön auch, dass du dir Zeit genommen hast für das Gespräch, dass du uns einen kleinen Einblick in das Leben eines Bergretters gegeben hast. Danke dafür und kommt ihr alle wieder gesund von euren Einsätzen zurück. Ich danke auch, danke für das Gespräch. Ist für uns auch ganz wichtig, dass wir uns auch als Organisation in der Öffentlichkeit präsentieren können. Natürlich nehmen wir den Wunsch nach Gesundheit gerne an. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Und ja, es wird dieser Winter auch für uns sicherlich, es ist noch nicht zu Ende und wird es auch noch viele Einsätze geben. Danke fürs Gespräch, Bergheil. Und ja, Ihnen zu Hause, ich hoffe, wir haben Ihnen einen kleinen Einblick in das Wesen der Bergrettung, vor allem hier in Mürzzuschlag, geben können. Danke fürs Zuschauen. Passen Sie auf sich auf. Auf Wiedersehen.